Hallöchen und herzlich willkommen zum 5. Plötzlich Wissen-Stream. Abtauchen mit Plötzlich Wissen. Hallo! Hallo! Mit Julia Schnetzer und mit Inga Marie Ramke. Und ich bin und André Lampe. André Lampe. Genau, du musst dich nicht selber vorstellen, André. Könnt ihr machen. Genau, und heute geht's weiter mit Beyond Blue. Im Hintergrund ist einiges, haben wir ein bisschen technisch herumprobiert, was leider heute noch nicht ganz funktioniert hat, aber ich bin frohen Mutes. Dass wir das noch hinkriegen, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, ich bin gespannt, was wir heute alles machen werden, so mit In Beyond Blue, was wir noch alles erleben. Und Inga war ja letztes Mal nicht da und sie hat sich vorgenommen, was über einen Mondfisch zu erzählen. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ja, ich bin... so geil. Das klassische Ding, wenn man online spricht. Man weiß nicht, wann der andere anfängt. Ich wollte nur den Mondfisch... ich habe gesehen, dass die Kollegen den Mondfisch... besprochen haben und ich möchte dazu dann nachträglich demnächst auch nochmal was sagen. Was wolltest du sagen, Jules? Achso, ich wollte genau das einleiten. Du der Meinung warst, dass wir den Mondfisch gedisst haben und jetzt willst du seine Ehre retten. Aber wir haben ihn ja gar nicht gedisst, wir haben ja nur einen lustigen Text aus dem Internet vorgelesen. Der war ja nicht von uns. Aber es gibt eine große Bedeutung des Mondfischs für die Gesellschaft. Ja, das... kann ich dann bei Zeiten erzählen. Ja. Der Mondfisch kommt dann ja bestimmt in unserer Fischesammlung wieder vor und dann kann ich dazu was sagen. Dann wissen auch alle, die neu dabei sind, was ein Mondfisch überhaupt ist, so optisch gesehen. Ja. Super spektakulär. Ja. Ja, wollen wir anfangen mit dem Spiel? Ja. Lass mal anfangen. Ich wechsle mal gerade. Vielleicht mal ganz kurz, Inga, also die Ansicht, die letzte Sache, um dich noch zu updaten. Also das Letzte, was passiert ist, korrigiert mich, falls ich mich falsch erinnere, aber wir sind in die Tiefsee getaucht und haben uns angeguckt, wie Pottwale Riesenkalamare jagen und haben dafür Kameras auf Pottwalköpfe gesteckt. Und wenn ich jetzt so rausgucke da, sieht das so aus, als ob wir immer noch in der Tiefsee sind. Ja, ich glaube schon. Ist ein bisschen duster. Ja, und übrigens das Weiße, was da so aussieht wie Schnee. Ich bin gerade total begeistert, weil es bei uns das ganze Wochenende geschneit hat und wir waren nur draußen Schlitten fahren und Schneemann bauen. aber was da draußen jetzt im Fenster ausschaut wie Schnee, das ist Marinaschnee, also Meeresschnee. Und das ist halt kein echter Schnee, sondern das sind einfach kleine organische Partikel. Also organische Partikel sind eben irgendwie tote Zellen, Kacke, was auch immer so quasi von Tieren irgendwie übrig bleibt. Das schwebt dann langsam nach unten, da siedeln sich dann Bakterien drauf an, die das abbauen und so und dann sinkt das einfach langsam nach unten und weil es halt weiß ist und oder vor allem im Licht so weiß erscheint, nennt man das auch Marinaschnee. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor beim Nährstofftransport im Meer. Also so kommt eben aus den Schichten von ganz oben Nahrung ganz unten in die Tiefsee. Oh, habt ihr denn, apropos, wenn ihr schon in der Tiefsee gewesen seid oder wir da ja immer noch sind, schon Schleimaale gesichtet an Walkadavern oder so? Nein? Nein, noch nicht. Schade. Ja, da hoffe ich dann jetzt mal drauf. Schleimaale? Nee, Schleimaale hatten wir noch nicht, ne? Nee. Glaube nicht. Anglerfisch, also so ein leuchtender Anglerfisch gab's ja schon? Ja. Okay, dann ich denke, wir müssen, oder? Können wir schon wieder direkt, wir müssen das nächste Gespräch machen, ne? Der nächste Tauchgang ist noch nicht bereit, wahrscheinlich. Hallo, Gurria Schieb. Hey, ja, Gurria Schieb. Horsti. Und auch, einfach Uwe. Ich hätte fast einfach und weggelesen, aber es ist einfach Uwe, 42 ist auch da. Gerea Schieb, hallo. Hartmut Pro ist da, Horsti, hi Horsti. Und Irene ist da, deswegen einmal kurz, hallo Irene, das ist nämlich eine Kinderbuch-Autorin-Kollegin von mir, die ein bisschen neugierig ist und sich das mal anschaut. Also, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und wo sind wir jetzt? Letzter Tauchgang. Ja, das war der letzte Tauchgang und wir haben irgendwie Nachrichten von Irina, André und von Ren. Die hören wir uns mal an.
It's Irina. Since there's no dive today, I'm going to lose myself in the wet lab to work on those samples you sent up from the brine pool. Hey, have you listened to my daughter's track? Interesting, right? Okay. Haben wir die Musik von ihrer Tochter angehört? Ich kann mich nicht erinnern. Nee, können wir nicht, weil die ist, glaube ich, die ist nicht freigegeben zum Stream. Dann holen wir uns Ärger mit Copyright und so. Alles klar. Okay, dann gucken wir, was André zu sagen hat, also der André aus dem Spiel. Marai, remember the tag we found on the turtles? I put it out on the network and I got the strangest message back. I'm going to take a tender to a small island nearby and check it out. I'll explain everything later. Still no mapping drone, by the way. Okay, wir hatten irgendeine Schildkröte gesehen, ne? Die ein komisches Geräusch gemacht hat. Irgendwie. Weiß es nicht mehr. Ja, und jetzt haben wir noch eine Nachricht von unserer Schwester. Hey, it's me. Nana didn't qualify for the study. Doctor says we missed the window. Whatever that means. Hard to tell what she remembers now. It's tough. Not sure my head's 100% there with school. Honestly, seems like a waste of money. Anyway, see you. Okay. Inga, da war der Anglerfisch, hast du ihn gesehen? Er schwamm da gerade. Aha, nee. Der ist schon weg, aber der war nur kurz da. Ich kann ja nochmal um. Gibt auch verschiedene Arten. Nein, ist okay. Wir werden ihn wiedersehen. Ja. Anglerfisch will be back. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier bereit zum Tauchen. Day 13. Die kann in der Tiefsee alleine tauchen. Without a map because of the lost drone. Ja, also wir können in 4000 Metern Tiefe ohne Probleme rumtauchen anscheinend. Wir hatten einen Special-Anzug. I'm hoping it just fell off. It's so futuristic. It's an unusual place for a whale to be. Andre has the dive suit in safe mode, so I'll have restricted range. Head south to find the clearing for the sub pickup. Check. Ready to dive. Ja, wir haben die Drohne verloren, kann ich mich auch nicht dran erinnern. I'm in and okay. Remember, no buoys and no waypoints. I put a simple version of the mapping system on your Manta drone. Now we won't get your feed live, so we'll hear you, but won't see what you see. I really wish we hadn't lost that mapping drone. Relax. You know I've got this. Of course. But we'll keep unnecessary chatter to a minimum to help you focus. Roger that. No chit-chat. Singing's okay, though, right? Diese Mapping-Drone, also diese Tauchdrohne, war das vielleicht irgendwie, dass das am Ende der Kalamar geholt hat? Der große, der Riesentintenfisch? Irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. So, ich bin mir jetzt nicht sicher. Das beruhigt mich ein bisschen, André, dass du es auch nicht mehr weißt. Well, the live vents would have 400 degree water streaming out, so that's one way. Check. Wide berth on the live hydrothermal vents. Sorry. I thought my mic was muted. Ein Schlafhai. This is a dormant. Ein Schlafhai. No live vents. Die heißen so, weil sie so voll langsam sich nur bewegen. So ganz verschlafen. Und man sieht die mega selten. Okay, dann haben wir ja Glück gehabt, dass wir einen gesehen haben. Yeah. Ein großer Laternenfisch. Na. Ah, das ist ein, wenn er wirklich groß ist, dann ist es ein Weibchen, weil die Kleinen sind nur dran. Nee, Inga, das verwechselst du gerade mit einem Anglerfisch. Ach, scheiße. Tiefsee-Anglerfisch. Passiert mir auch öfter. Danke. Mal. Ja. Ah, oh, ich wollte voll qualifiziert sein. Ja, aber darüber haben wir das letzte Mal schon geredet. Wir haben nämlich den Anglerfisch gesehen. Ah, okay. Das Weibchen und die Männchen haben wir schon. Okay. Da ist noch ein Schlafer. Kann man da näher ran? Ja. Kann man näher ran an den? Ich habe ihn jetzt auch gescannt, damit wir ihn nachher auf dem Tisch mal genauer ansehen können. Ah, cool. Danke. Sehr gut, André. So, und wir müssen jetzt irgendwie irgendwelche Schlote... Die hier? Ah, schlafende Schlote. Schlafende Schlote scannen. Ja, über die aktive Schlote haben wir schon was geschrieben. Ist auf unserer Website unter dem Thema, wie kommt das Salz ins Meer? Eine Frage von euch. Erinnert ihr euch? Das waren die Männer. Ja.
Stimmt, die haben nämlich da auch ein ganz großen Anteil. Die haben Anteil, dran, ne? ja, genau. Die stoßen Mineralien aus. Und manche verdünnen das Meerwasser und machen es etwas weniger salzhaltig und andere andersrum. Da hatten wir noch so eine Diskussion. Erinnerst du dich, Julia? Ja, ich weiß, da haben wir uns, ja. Ja, weil wir so ein Paper gefunden hatten. Ja. Entschlafene Hai und schlafende Schlote. Ja. Okay, jetzt habe ich schlafende Schlote gescannt. Und hier sind nochmal großer Laternenfisch. Ein kleiner Schwarm. Ah, das ist der. Noch ein Schlafhai. Das ist immer der gleiche Hai, oder? Nein, das ist immer der gleiche, oder? I think I found the mapping drone. Hey! No way. Can you scan it to make sure? Scan. Man kann hier alles scannen. I thought you programmed it to track the noise from the miners. I did. I definitely did. Maybe you never committed the change. You were pretty exhausted that night. Maybe. So, was kann ich jetzt damit machen? Kann ich die aufheben oder so? Nee. Ja, zum Thema Plastikmüll im Meer. Tja. Okay, ich habe es jetzt gescannt. Und nu, Freunde? Ja, da gab es auch eine interessante Studie, wo so ein bisschen geguckt wurde, wie schnell sich Plastik in der Tiefsee abbaut. This dive just keeps getting stranger. How hot did you say that water typically is in a live vent? Is that a joke? No joke. Well, we're down one drone, but discovered an unmapped vent system. Mirai, this is great. I truly believe that these systems are the key to understanding the origins of life. Thank you so much for doing the dive under these conditions. Actually, that might be the answer. What? To why the drone died. Huh. We were talking about the origins of life. My mind won't stop if it can't fit all the pieces together. The mapping drone may have cruised too close to the vent. It's got more delicate equipment on its underside that are not rated for anything close to that temperature. You sound almost pleased. Well, it's better to know the flaws so you can fix them. Okay, wir haben jetzt also aktive Schlote gefunden. Oh. I know we're giving me the silent treatment, but I think I just discovered a new species of octopus. Not sure I can confirm that with just one scan. Also, sorry. Kleiner dummer Oktopus? Ein siebenarmiger Oktopus. Ich hätte auch gedacht, ein Dumbo. Ja, sorry, ganz kurz. Auf jeden Fall haben die sich Müll angeguckt, der in der Tiefsee lag, um zu gucken, wie der nach einiger Zeit, ob da irgendwas abgebaut wird. Und das konnten sie nur machen, weil der Müll, weil sie den selber verloren hatten und deswegen wussten, von wann der genau ist. Also sie haben den geborgen und wussten, dass sie das selber auf ihrer Forschungsfahrt verloren hatten. Das konnten sie anhand von den Labels und so nachvollziehen. Und deswegen ist das eigentlich eine der einzigen Studien, wo man mit Sicherheit sagen kann, dass in 30 Jahren in der Tiefsee das Plastik komplett unverändert bleibt. Hat man auch von den Rubber Duckies irgendwelche schon in der Tiefsee gefunden? Weißt du, diese Gummienten, die mal Meeresströmungen aus Versehen beschrieben haben? Ich weiß, was du meinst. Nee, habe ich noch nie gehört. Das Okay. Ja, und für alle anderen, die davon noch nichts gehört haben, das muss ich sogar in der Schule machen, im Erdkunde-Leistungskurs. Es gibt, es war in den 90ern, glaube ich, ist eine riesige Ladung Gummienten, 92, über Bord gegangen von einem Tanker und diese schwamm dann fröhlich im Meer rum und daran konnte man dann erkennen, wie die Strömungen funktionieren, zumindest zum Teil. Und die sind dann irgendwann mal auch an unübersichtlichen Stellen wieder angelandet, aber anscheinend zumindest nach unserem Wissen nicht in der Tiefsee aufgefunden worden bisher. Wir haben jetzt hier gerade aktiven Vulkanismus gefunden. Ach. Ui, das ist sehr interessant. Ausgetestet, wie gut dein Anzug ist, ob er 400 Grad heißes Wasser aushält. Ich bin da jetzt nicht drüber geschwommen. Auch schon. Wisst ihr eigentlich, warum kann in der Tiefsee Wasser 400 Grad heiß sein? Ja, weil der Druck wahnsinnig groß ist. Ganz genau. Ja, also was haben wir für Drücke da unten? Wenn wir 4000 Meter nehmen, dann haben wir 400 Bar oder noch mehr? Es ist ein Bar pro 10 Meter.
Ja, also 400 Bar Druck. Das ist unglaublich viel. Außer für unsere Protagonistin. Ja. Ja, das ist Special Anzug. Super Anzug. Ich bin mir nicht sicher, ob man tatsächlich so einen Anzug bauen kann, aber ja, 400 Bar muss man mal aushalten. Und das bedeutet halt auch, dass Wasser halt nicht verdampft, sondern einfach in dieser Hitze weiter, also mit dieser hohen Temperatur weiter existiert. Ja, es kann ja auch irgendwie nirgendwo hin. Also, ja. Gibt ja kein darüberliegendes Medium, so wie Luft, wo es hin verdampfen kann. Genau. Ich muss jetzt hier noch thermale Schlote finden. Ah, hier sind welche. Nicht drüber schwimmen. Aber was würde denn passieren, wenn du drüber schwimmst? Ist das Spiel dann alle? Keine Ahnung. Ja, okay, den for Science. Sterben, oder? Danke. Ja. Nichts passiert. Geht. Ah, und jetzt habe ich, glaube ich, auch den letzten gefunden. Wir müssen uns mal bei dem Spielerfinder erkundigen, woraus dieser Anzug besteht, der so flexibel ist und temperaturunempfindlich und ob sie es schon zum Patent angemeldet haben. Ja, es soll ja in der Zukunft spielen, wo sowas geht. So, ich habe das jetzt, ja, ich habe das jetzt gescannt. Was machen wir denn jetzt hier? Also die Riftierwürmer. Hä? Die Dinger hier? Ja, das weißt du ja, das sind die Rohrenwürmer, Riftier. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Die waren, glaube ich, bei Abzu auch da. Da sind sie jetzt halt ein bisschen realistischer dargestellt. Ja, hier sind, kann man sie besser sehen. Genau, die leben in Symbiose mit Bakterien. Deswegen können sie da unten leben. Und zwar haben die Bakterien, die haben ein riesiges Organ in sich drin, wo sie quasi die Bakterien drin haben. Und die Bakterien können Schwefelwasserstoff, was eben aus diesen Schloten rauskommt, umwandeln in Nährstoffe und geben dann eben den Würmern halt von diesen Nährstoffen was ab. Und so können halt die Würmer mit diesen Bakterien da unten überhaupt leben. Und die Würmer haben halt auch, also die können nichts fressen, die haben gar keinen Mund, die haben keinen Arsch quasi, also die können überhaupt keine Nahrung selber aufnehmen, sondern die leben wirklich nur von dem, was die Bakterien ihnen abgeben. Also ein bisschen wie Korallen auch, ne? Ja. Genau, die haben halt eben so diese weiße Röhre, wo sie drin stecken und sich rein und rausziehen können. So, ich versuche jetzt mal, also genau, hier war die Drohne. Die habe ich gescannt. Du kennst dich gut aus, orientierungsmäßig. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt einfach weiter schwimmen. Wir haben da hinten diese Lava gefunden. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es wurde mir jetzt nicht so direkt gesagt, was ich machen soll. Aber ja, stimmt, das so. Ja, genau. Was ist eigentlich mit dieser? Er hat doch am Anfang gesagt, dass er uns irgendeine Karte gegeben hat. Aber hast du die irgendwo gesehen, die Karte? Nee. Warum redet überhaupt niemand mehr? Kann ich hier? Das ist eine theoretische Karte oben. Für eine mineralische Untersuchung der Tiefseeschlutte. No Map Data. Ach, eine mineralische? Eine mineralische der Tiefseeschlutten durch. Ah. Ja, genau. Alles klar. Das heißt, ich müsste jetzt hier umnehmen? Ja. Nö. Nee. Vielleicht bei den Toten? Vielleicht bei den schlafenden Schlurken? Ja. Die sind aktiv. Da muss ich wieder ein Stück zurückschwimmen. Großer Laternenfisch. Also auch hier irgendwie nochmal zum Hintergrund von dem Spiel. Also wir sollen ja Proben nehmen, um Irenas Theorie zum Ursprung des Lebens zu unterstützen. Und genau, da geht es darum, dass tatsächlich eine Theorie zum Ursprung des Lebens ist, dass die in solchen Schloten entstanden sind. Weil halt vor, keine Ahnung, wie vielen Milliarden Jahren die Erde noch voll mit Wasser war und da gab es eben auch schon diese Hydrothermalquellen, heißen die. Und es hat sich halt gezeigt, dass sich durch diese Zusammensetzung des Wassers mit dem Druck und den Hitzen tatsächlich sowas Zellenartiges von selber formen kann. Also hat sich halt in Laborexperimenten gezeigt. Und deswegen ist eine Theorie, dass sich eben die ersten Zellen tatsächlich an solchen Schloten geformt haben. Und dass eben die Bakterien, die jetzt eben da unten noch vorkommen, dass die quasi so einen Einblick geben in das ganz, ganz ursprüngliche Leben und die Funktion der Zelle damals. So, hier ist irgendwas mit der Lava gewesen. Jetzt bin ich nach vorne geschwommen.
Also ich schwimme hier jetzt einfach mal weiter durch diesen Graben. Ich weiß nämlich nicht, was ich sonst machen soll. Naja, Proben nehmen, aber wenn man nicht weiß, wie man die Proben nehmen kann. Are you kidding me? Describe, please. I can't. Da kommt der Bergbau. Mirai, you're making me uneasy. Seriously, we'll look at it together when I'm done with the dive. Ja, das sieht nach einem großen Steinbohrer aus. Mhm. Scannen wir das mal. Ein Bohrwerkzeug. Das hat im Chat ist ganz schön ruhig. Ihr dürft voll gerne, ne, euch unterhalten, wenn ihr wollt. Oder uns oder Fragen stellen oder. Genau. Whatever. Und hier scheint es raus. Irgendwelche Mineralien zu geben. Oh, hier ist. Ja, was ist das? Ausrüstung. Ein Sedimentrohr. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob das irgendwas mit Knight Rider zu tun haben könnte, was man da alles findet, aber ich weiß auch nicht, wie ich auf diesen Gedankensprung gekommen bin. Ja, das... Ja, mein kindliches Gehirn. Kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Nee, ich im Prinzip auch nicht. Es war so ein Übersprungsgedanke. Hartmut, keine Zeit für Fragen. Zu gefesselt. Ja, hier scheint... Was? Hier ist ein... Ein ich hab einfach immer Whalefall. Auf Kollisionskurs mit dem Hai. Was ist das denn? Wale. Schlafhaie. Ganz viele. Du sollst Fluke Zoom scannen, biologische Probe nehmen. Beim Hai. Beim Wal. Whalefall. Ja, nee, beim Hai muss es sein. Achso, sind wir jetzt beim Whalefall. Ja, geil. Da gibt's ja, wir sind beim Whalefall. Schleimale. Inga, weißt du noch was? Die ja, Knight Rider Musik. Ah, jetzt hab ich sie wieder. Die Titelmelodie. Oh, nein. Sing mal. Ich hab sie so halb, aber ich krieg sie auch nicht richtig zusammen. Ah, ich ja, hier. Ah, sind da Schleimaale? Wahrscheinlich. Hier sind ganz viele... Riesenkrabben. Das sind diese mega... The Deadliest Catch. Hä? Irgendwie... Nicht Kaiserkrabben oder sowas? Oder? Ja, oh, ich habe Fotos davon. Die gab es nämlich vor Weihnachten auf dem Markt bei mir in Hamburg, also auf dem Farmers Market sozusagen. Grundstraße Wochenmarkt. Die kriegen die aus Norwegen. Und ich habe Fotos davon gemacht, habe ich aber noch gar nicht mit euch geteilt. Muss ich eigentlich nochmal raussuchen. Da ist ein Schleimaal. Da ist ein Schleimaal. Ein Schleimaal! Ich hab's doch gehofft. Da ist ein Schleimaal, ja. Jawoll! Die Schleimaale sind so schleimig, dass die machen so ein Mukus-Zeugs. Und damit kann man Autobahnen lahmlegen, wenn man ihrer habhaft wird. Ja, ich liebe damit zu spielen. Wir haben da schon mal drüber geredet. Ja. Kannst du so, wenn du die fängst an der Angel, dann kannst du die in so. Ja. Das ist echt geil. Ja, also wie Autobahnen lahmlegen, wenn du es auf die Fahrbahn schmeißt oder was? Ja, man schmeißt es nicht mit Absicht dahin, aber wenn es ohne Absicht dahin kommt, dann... Wenn mal zufällig ein Schleimaal auf einer Autobahn, ein Schleimaal-LKW... Ja, genau. Und Gerea Schieb schreibt das nämlich auch, dass es irgendwo mal ein LKW mit so einem Zeug umgefallen. Genau, und danach war finito. Übrigens, apropos Schleim, das Gleiche ist auch schon mit Schneckenschleim passiert. Weil Schnecken geben nicht so viel Schleim ab, aber wenn der feucht wird und viele Schnecken, also Schnecken schleimen hintereinander her, dann müssen sie selber nicht so viel Schleim produzieren und da sind auch schon Autos ausgerutscht drauf, auf Schneckenschleim. Okay, aber wer transportiert denn eine LKW-Ladung mit Schleim ein? Das habe ich nicht recherchiert, aber ich habe beim Gerea schiebt sehr fleißig, vielen Dank. Das hat er, ich teile das hier gleich nochmal. Super nett. Ja, auf Spiegel. Dankeschön. Der hat es auf unserem Discord-Server geteilt. Vielen Dank dafür. Ich teile das hier gleich nochmal im Twitch-Chat. Ja. Oh Gott, das ist in Oregon. Alter. Ja. So geil. Okay, das war's anscheinend. Wenn wir zu diesem Wahlfall gekommen sind, mussten wir die Fluke scannen und eine biologische Probe nehmen und jetzt ist anscheinend vorbei gerade.
Aber ich bin jetzt auch, ich möchte auch dieses, danke, dass du es geteilt hast. Ich möchte da auch einen Blick drauf werfen. Das gibt's ja nicht. Ja, wirf doch mal einen Blick da drauf. Es ist wunderschön. Ah, geil. Danke, Kuriashi. In Südkorea werden sie als Delikatesse gegessen und in Oregon gefangen. Ja, das ist ein bisschen der Einfall von Wollhandkrabben in Europa hat sich ähnlich als ähnlich erwiesen. Erst gehasst und jetzt in der Elbfischerei nicht geliebt, aber ein extremer Exportschlager, die dann zurück nach China, ihrem Ursprungsland, zurückexportiert war. Ja, ja, die sind halt über die großen Schiffe, die haben ja so ein, um stabil zu bleiben, nehmen die Wasser auf im Starthafen oder auf dem Meer. Ballast. Und da sind dann, genau, in den Ballastwassertanks sind die umhergeschwommen, also mitgeschwommen, die Wollhandkrabben, und sind dann unter anderem in die Elbe gelangt. Und ja, ziehen da jetzt immer fröhlich hin und her. Und am Anfang wurden sie von den Elbfischern gehasst, weil die sehr starke Scheren haben und dadurch die Aalreusen zerknipsen konnten und sich so Snacks ganz einfach organisiert haben. Und dann hat man in der Elbfischerei gedacht, okay, vielleicht kann man das besser machen, weil es gibt richtig viele mittlerweile dort. Und hat angefangen, die zu fangen und zurück nach China zu exportieren, weil in China, wenn man sie dort fängt, ist das die Wasserqualität nicht so gut wie in der Elbe. Also das ist dann schöne deutsche Delikatesse. Deutsche Delikatesse, ja. Ja. Okay, dann ja, jetzt müssen übrigens, lass uns mal direkt einen Schleimaal angucken. Was ist das? Ah, hier ist ein Mondfisch vom Fenster. Ja, ein Mondfisch! Die Bedeutung des Mondfischs für die Gesellschaft. Jetzt oder gleich. Willst du jetzt erzählen? Ich würde gerne einmal den Schleimaal, weil das konnte man eben nicht so richtig sehen. Ja. Okay. Ist er nicht süß? Ja, die Schleimaale gehören übrigens zu den Kieferlosen. Das heißt, die haben halt keinen Kiefer. Ja. Kieferlose Fische. Die bohren sich halt in das Fett von Kadavern rein und fressen das auf. Da. Genau, die haben so, das kann man wahrscheinlich jetzt da nicht sehen, aber die haben so Zähne, quasi so einen Zahnkranz. Also rund angeordnet, wenn sie das Maul offen haben, das schaut ganz schön monstermäßig aus. Ja, wie so eine Scheibe von einer Säge. Also diese runden beim. Ja. Ja. Das ist keine Ketten. Danke! Brillant, Julia, ja. Eine Kreissäge hat eine runde Scheibe. Und so ähnlich sieht die Zahnreihe von so einem Schleimaal aus. Auch so rund. Alles klar. Okay, und dann, wir haben hier auch noch so ein paar Sachen, die wir gefunden haben. Der siebenarmige Oktopus. Den fand ich Das sieht doch aus wie der Dumbo-Oktopus. Nee, der Dumbo hat so Ohren, deswegen heißt er ja Dumbo. Achso. Weil er so große Ohren hat. So und der ist auch rosa, ne? Also Dumbo ist auch rötlich. Es gibt, glaube ich, verschiedene Arten. Ich glaube, die haben unterschiedliche Farben. Mhm. Aber der hier hat 8 Arme. Warum heißt der siebenarmiger Oktopus? Jo. Oh. Da haben wir doch eine Recherchefrage. Ja. Ja. Okay, ich kann mal V, wissenschaftliche Blurb-Title. Ich glaube, dieser Teil ist nicht übersetzt. Könnte man so vermuten. Ja. Oh. Ah, hier, Hartmut hat gefragt, es geht, glaube ich, noch um den Oktopus. Wozu dient die Spalte oben am Kopf? Ich hoffe mal, dass... Ich kenne den auch nicht. Ich denke mal, dass der damit Wasser. Sonst haben die Oktopusse, wenn du den anderen Oktopus mal aufmachst, vielleicht. Ja. André? Dann kann man das vielleicht ganz gut erklären. Dreh den mal. Na, drehen wir auf die andere Seite. Nochmal. Anders. Ja. Da, genau, stopp. Genau, da seht ihr diese kleine Röhre an der Seite. Und damit atmet der. Das hat irgendeinen Fachbegriff, der mir gerade nicht einfällt. genau, aber damit zieht der Wasser rein und raus und atmet. Und ich schätze mal, bei dem anderen Oktopus, weil ich habe dieses Ding nicht gesehen, schätze ich mal, dass der das durch diese Löcher oben macht, dass der da das Wasser reinzieht. Wäre jetzt mein educated guess.
vielleicht liege ich auch daneben. Aber ich kenne diesen siebenarmigen Oktopus auch nicht. Ah. Ich würde jetzt gerne nochmal hier auf den, wo ist denn der Schlafhai? Da ist der Schlafhai. Ist das nicht der sieht ja niedlich aus. Oder sowas? Ja, total. Der sieht ja echt verschlafen aus. Ja, ist ein sehr niedlicher Dude. Ich habe mich gerade gefragt, ob es ein Siphon, ob das Siphon heißt. Ja, danke, genau so heißt es. Ja. Gut, danke. Und im Hintergrund drängt sich schon wieder der Mond, der Mondfisch ins Bild. Ja, und willst du jetzt was über den Mondfisch erzählen? Ich mach dir mal einen Mondfisch auf. Oh, hier haben wir auch noch. Mach mir mal einen Mondfisch auf. Ja. Es gibt 5 verschiedene Arten von Mondfischen. Und der bekannteste ist der da ist. Das ist wahrscheinlich der Mola Mola. Also Mola steht für Mühlrad und man kann die alle an ihrer Schwanzform unterscheiden, die verschiedenen Mondfische und auch an der Größe. Also das hier ist der mit am größten wird. Das größte Exemplar von denen hat von dem oberen von oberer zu unterer Flosse über 4 Meter Länge gehabt und ist 2,3 Tonnen schwer geworden. Also das schwerste Exemplar, was man gefangen hat. Und wenn man es von vorne sich ansieht, weil in diesem Diss vom Mondfisch, ne, da ist zum Beispiel, dass er so doof aussieht und den Mund nicht zukriegt. Ja. Und das liegt... Ja, aber das kann der auch gar nicht. Der hat einen Cousin und das ist der Kugelfisch. Also das ist eine... Die waren früher mal... gemeinsame Art. Der Mondfisch hat sich halt weiterentwickelt. Ist übrigens einer der jüngsten Fische in unserem Fischreich, nur 50 Millionen Jahre alt. Und der kann den Mund nicht zumachen, weil der die erste Zahnreihe ist so ein bisschen wie so ein Papageienschnabel zusammengewachsen. Wenn man dann tiefer ins Maul reingucken könnte, würde man so schwertartige Zähne finden. Die sehen richtig gefährlich aus. Aber ein Mondfisch ist nicht gefährlich für Menschen. Außer wenn er springt, was er manchmal tut. So 3 Meter aus dem Wasser kommt er raus, obwohl er so irre schwer ist. Wobei der durchschnittliche Mondfisch wiegt, also Mola Mola wiegt so 1 Tonne nur. Und kann dann auch auf dem Boot landen, dummerweise. Es ist schon passiert, deswegen zitiere ich das. Und das macht er, man vermutet, weil er die Parasiten loswerden möchte. Er hat 40 Arten von Parasiten auf seiner schleimigen Haut. Und er heißt ja auf Englisch heißt er Sunfish, weil er sich so treiben lässt an der Wasseroberfläche. So kann man den auch ganz gut kartieren, wenn man mit Drohnen fliegt zum Beispiel oder mit dem Boot unterwegs ist. Und dann kann man die zählen und die sind klug. Also man möchte nicht meinen, dass sie klug sind. Die haben nämlich ein 6 Gramm schweres Gehirn. Wow. Das, also für 1 Tonne Lebendgewicht 6 Gramm Gehirn ist nicht so viel, aber sie sind nicht dumm. Also das mit dem Mund, das ist ja schon erklärt durch diese Zahngeschichte da und die Pufferfische, die haben, also die Kugelfische, die sehen ja auch so aus. Die gibt es in einigen Aquarien rund um die Welt und im Monterey Aquarium, da hat man denen an beigebracht, auf Farbtafeln hin zur Futterstelle zu schwimmen, weil sie so langsam schwimmen, dass andere Fische ihnen ihr Futter wegfressen würden. Oh Gott. Und ja, es ist ein bisschen tragisch. Und die kleine Mondfische schwimmen in, also wenn die noch jung sind, dann schwimmen die in Schulen und man kann die Verwandtschaft zu den Kugelfischen in den jüngeren Stadien vom Mondfisch auch erkennen, weil die haben in den frühen Stadien auch so Zacken, wie man so zackige, also auf der Haut, so Spikes sozusagen. Mhm. Und man kann die nicht alle, also diese 5 verschiedenen Arten nicht so gut unterscheiden, wenn sie klein sind. Deswegen wird das auch Isotopenanalyse und keine Ahnung, was man alles durchführt, um herauszufinden, zu welcher Art die gehören, wenn man ganz junge davon findet. Ja, die Bedeutung des Mondfischs für die Gesellschaft ist jetzt gar nicht so zu unterschätzen. Hallo, das vorher war wichtig. Ja. Aber okay. Die sind ein Indikator für Ozeangesundheit. Also man forscht an denen herum, wie viele es gibt in bestimmten Gebieten, weil man
Erwachsene Mondfische ernähren sich zu einem Großteil aus Quallen. Von Quallen. Also die neueren Studien sagen nur 15% Quallenanteil. Nichtsdestotrotz, da wo Quallen viel vorkommen, sind auch tendenziell viele Mondfische zu finden. Und daran kann man ableiten, wie es dem Ozean an der Stelle geht. Weil Quallen ja sich dort stark vermehren und Quallenblüten haben, wo Ozeanübersauerung stattfindet und Nährstoffe zu viel ins Wasser kommen. Also man kann von den Mondfischen auf die Quallen vorhanden sein der Quallen schließen. Und deswegen sind die relativ praktisch, weil man Quallen nicht gut zählen kann. Mondfische kann man gut zählen und dann kann man hochrechnen. Okay. Es gibt eine Studie von 2017, da hat man Mondfische rund um Irland gezählt und geht davon aus, dass ein Mondfisch pro Tag etwa 213 Kilogramm Qualle frisst, die erwachsenen Mondfische. Die jungen Mondfische, die fressen auch viele andere Sachen noch mehr, also zum Beispiel Oktopusse. Und konservative Studien rund um Irland haben die Wissenschaftler selber hochgerechnet. Also die ganzen Mondfische um Irland, die sie gefunden haben, das waren 181 im Sommer, die würden an einem Tag 2600 Tonnen Quallen fressen. Also sie sind stark an der Vernichtung von Quallen beschäftigt. Abgesehen davon ist der Mondfisch ein Rekordhalter, was die Anzahl der Eier betrifft, die er ins Wasser abgibt, nämlich 300.000 in einem Schlag auf einmal. Und damit ist er auch ein sehr wichtiger Lieferant für Futter für andere. Mehr. Aber ich muss mal kurz rein. Ich bin jetzt verwundert darüber, dass ein Mondfisch Oktopusse frisst. Also, dass er die erwischt. Weil wenn er so langsam schwimmt, dass er nicht mal im Aquarium überleben kann, außer er kriegt. Naja, also er kann. Moment. Oktopus. Er kann auch, also es ist nicht so, dass er immer langsam schwimmt. Er ist nur relativ ortstreu. Die ziehen schon ein bisschen umher. Also die machen Wanderung. Die können, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, 3,6 Kilometer pro Stunde, so ist ihr Schnitt beim Schwimmen. Aber die können auch mit Boost so schnell schwimmen, kurzzeitig, wie Haie und Thunfische. Also wenn die irgendwas fangen wollen, die haben extrem gute Augen. Dann kriegen die auch anderes Futter. Also vor allem die jungen Mondfische haben eine eher variable Futtermischung. Also Salpen, Quallen, was habe ich hier noch? Muss mal gucken. Es sind so ein paar Sachen, aber wie die können so schnell, ja. Thunfische sind eigentlich die schnellsten Fische im Wasser, die können doch nicht so schnell schwimmen wie ein Thunfisch. Also nur ganz kurz, wenn sie mal kurz Gas geben oder wie? Wenn sie kurz Gas geben und sie haben Kiemenrückstoß, die können noch Wasser ausstoßen durch die Kiemenöffnung und dann noch so einen Rückstoß da veranlassen. Der Turbo-Knopf. Die haben Turbo-Knopf, ja. Ja, die haben Turbo, aber nur kurz. Und wenn die gestresst sind, ich würde sagen, das ist das größte Chamäleon, das ich kenne, wenn sie gestresst sind, also die Feinde von Mondfischen sind Orcas und Haie. Und dann wechseln die Farbe von hell zu dunkel. Also sehr, sehr kurzfristig. Ja. Und als Baby sind die so 2,5 Millimeter lang. Also ein kleiner Mondfisch und wiegen 1 Gramm. Und im Verlauf ihres Lebens werden sie 60 Millionen Mal größer als ihr Ursprung. Weil sie halt, ja. Aber und das Sonnenbaden, was sie machen, weshalb man die ja auch zählt. Ja, aber du wirst nicht 60 Mal die Titanic oder so. Also der Vergleich ist halt krass. Natürlich waren wir auch sehr klein. Ja, die gibt es auch in der Nordsee übrigens. Mondfische? Und in anderen Ländern. Mondfische, ja. Ja. Okay. Die schwimmen auch bis nach Skandinavien, aber nur wenn es warm ist. Also im Winter ziehen die sich wieder raus aus der Nummer. Also außer sie schwimmen halt tendenziell da, wo die Quallen sind. Und jüngere Mondfische, weil die eben diese variable Diät haben, die sind etwas ortstreuer, weil die nicht nur so quallenabhängig sind.
Die haben ein krasses Problem, die sind Beifang. Und im Beifang können die bis zu 90% vom Beifang im Mittelmeer zum Beispiel ausmachen. Ja, sind ja auch schwere Brocken. Ja. Die sind sehr schwere Brocken. Und diese Sonnenbaden, was sie an der Oberfläche machen, das machen sie zum Beispiel, also es gibt zwei Theorien, warum sie das machen. Wahrscheinlich ist es so eine Mischung am Ende, um sich aufzuwärmen, weil die nämlich auch tief tauchen. Deswegen sieht man die da jetzt auch unten. Also das tiefst gesichteste Exemplar, das war nicht von diesem Mola Mola, den wir da jetzt sehen, sondern von einer anderen Art. Da ist es über einen Kilometer tief getaucht. Mola Mola, die tiefste Sichtung war bei 884 Meter. Aber also quasi sind, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben ja von Julia gehört, warum der Mondschiff furchtbar ist, aber man kann ihn super benutzen, um eine Abkürzung zu haben, weil Quallen kann man so schlecht zählen und deswegen nimmt man einfach die Anzahl der Mondfische und schon hat man einen guten Indikator darüber, wie es dem Ozean geht, weil man über die Anzahl der Mondfische weiß, wie viele Quallen es gibt. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, okay. Ja, das ist ein guter Indikator für Quallen. Sie sehen immer noch sehr bräsig aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Können sie nichts für. Nee. Inga wollte dringend eine Lanze für einen Mondfisch brechen. Ich finde gut, dass du es gemacht hast. Ja. Wir sind viel, viel, viel niedlicher und wichtiger. Oh, und Fun Fact. Es gibt ja ein Video, ich weiß nicht, ob ihr da letztes Mal dazu gekommen seid, wie so ein Typ gedacht hat, er könnte total geil auf dem Mondfisch reiten, weil die sind ja eben teilweise an der Wasseroberfläche. Es gibt ein Video, ich schreibe gerade einen Artikel für unsere Seite, dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Der hat das gefilmt, wie er auf einem Mondfisch geritten ist oder hat sich von einem Kumpel filmen lassen. Der fand das total witzig, hat aber, weil Mondfische eben so viele Parasiten haben, wahrscheinlich danach einen sehr juckenden Schritt gehabt. Okay. Gut, aber, nächstes Tier. Okay, aber Mondfischparasiten gehen doch nicht auf den Menschen. Na, die haben, naja, nicht die Parasiten, aber die Bakterien. Also, ja, da sind sehr viele. Die haben übrigens, es gibt einen Hai-Parasiten, der, bevor der zum Hai kommt, ist der Wirt der Mondfisch. Wie, bevor er zum Hai kommt? Ja, es ist doch immer dieser Zyklus, ne? Parasiten haben doch oft so einen Zyklus und haben verschiedene Wirtstiere. Ja. Und der will eigentlich zum Hai, aber er braucht vorher die Entwicklungsstufe am Mondfisch. Okay. Das ist so wie Fuchsbandwurm. Du kannst einen Fuchsbandwurm kriegen, bist eigentlich nicht das Wirtstier, aber trotzdem hast du gerade ein Problem. Schlechtes Beispiel. Ja, nee, genau. Es gibt oft bei Parasiten an Land oder im Wasser das Ding, dass die zwei oder manchmal auch drei Wirtstiere haben. Und dass die irgendwie vom Vogel in die Schnecke gehen oder so, eben sie gehen in die Schnecke, der Vogel frisst die Schnecke und dann haben sie legen sie ihre Eier in den Vogel, der kackt das wieder aus, Schnecke frisst die Eier, dann entwickeln sich die Babys in der Schnecke, genau, die brauchen dann oft zwei Wirtstiere und dann ist das wahrscheinlich da auch der Fall, dass der Mondfisch eins von diesen Wirtstieren ist. Mhm. Ja, und die können tief tauchen, weil die ein Knorpelskelett haben, also man findet sehr wenig Versteinerung von Mondfischen. Da gibt es auch ein sehr witziges Video von Fischforschern, die Knochen analysieren in Kalifornien, die nicht wissen, was das ist. Und dann kommt irgendwann raus, das sind die Schwanzknochen vom Mondfisch. Das und ja, es ist schwer, Mondfische zu bestimmen. André, ja? Horst, die fragt gerade, was das hier beim Computerspiel, was das V-Wissenschaftsaufzeichnung, was das macht. Hast du ja schon mal drauf gedrückt? Ja. Mondfisch. Ah. Okay, das ist dann wahrscheinlich hier rechts die Familie, diese ganze Stamm, ja, Mola Mola haben wir jetzt gehört, das ist die Art und dann Familie, ich kenne mich mit Bestimmungen nicht so gut aus. Das ist die Art, dann kommt die Gattung, dann kommt die Familie. Ich bin auch immer richtig schlecht in Taxonomie. Gattung, Familie, Ordnung. Ja, und dann haben wir hier einmal eine Anzeige von 2,5 bis 4 Metern Länge. Und der Punkt zeigt mir, dass es nur einen Eintrag zum Mondfisch gibt. Ich nehme mal an, zu anderen gibt es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wo haben wir denn auch viele? Ja, da haben wir noch nicht alle Sachen gescannt. Dann kommen wahrscheinlich noch Sachen hinzu. Drückerfisch hatten wir schon mal drüber. Ups, das wollte ich nicht.
sind die Bösen. Ja, die Bösen. Da wollte ich mal gerade. Da gibt es auch noch einen Eintrag. Da gibt es auch noch einen Eintrag. Das ist ein lieber Drückerfisch. Okay. Der Riesendrückerfisch, der gelbe, ist böse. Der hier. Ja, der ist böse. Wenn er beißt. Der sieht auch schon so böse aus. Die werden auch einfach richtig, richtig groß. Mach mal V. Aber dann, genau, wenn... 75 Zentimeter, ja, das ist... Das ist schon echt Oschi. Mhm. Und sie sind halt auch immer schneller als man selber, ne? Das ist immer das Problem. Ja. Okay, wollen wir mal wieder tauchen gehen? Ich glaube, wir sind mit dem U-Boot so ein bisschen höher getaucht. Sonst wird es ja keine Mondfische geben. Wir haben ja gerade schon gehört. Stimmt, aber André, wollen wir eigentlich auch mal gucken nach den Videos? Oh das ja. Das haben wir auch nämlich gar nicht. Das haben wir schon länger nicht gemacht, das stimmt. Mhm. Die Videos waren hier. In diesem U-Boot ist die Steuerung so ein bisschen... Okay, lerne die Aquanauten kennen, lerne Silvia Erle kennen, Heranwachsen eines Pottwals hatten wir. Ah, die hatten wir schon. Dann ungewöhnliche Kooperation, sehen wie Lebewesen im Ozean bei der Jagd zusammenarbeiten. Wir haben jede Menge andere noch. Umkehrung des Alltagsprozesses, erfahre wie Quallen sich selbst regenerieren und so wichtige Hinweise zum menschlichen Alterungsprozess liefern. Wenn sie nicht vorher gefressen werden. Ja. Erfahre, wie die von Dr. David Gruber zusammen entwickelte Technologie uns ermöglicht, den Ozean so zu sehen, wie es die Meerestiere tun. Das ist das mit den leuchtenden Haien. Ah, okay. Wollen wir das mal angucken, dann? Weil der David Gruber ist das, der hat diese leuchtende Hai-Studie gemacht. Okay. Ja, hier unten haben wir noch Schlote. Alle interessieren sich für die Schlote. Dann Laute sind alles. Wir können ja auch in den Chat fragen, was sie Bock haben zu gucken. Ja, wollen wir mal. Ich sag jetzt einfach mal: Quallen, leuchtende Haie oder Schlote? Lieber Chat. Oder der Oktopus. Achso, oder Oktopus. Ja, okay, dann. Oder? Was nehmen wir denn hier? Quallen ist eins. Achso, ihr könnt es auch, doch, ihr könnt es ganz gut sehen. Leuchtende, ne? Haie, Horst, die will leuchtende Haie. Horst, die will leuchtende Haie. Schlote klingt Science gut. Na, jetzt brauchen wir noch eine dritte Meinung, mindestens. Nein, wir können es doch ganz einfach machen. Oh. Oktopus klingt gut. Oh Mann. Tja, jetzt haben wir den Salat. Ja. Also Horsti hat so am schnellsten reagiert. Man kann es ja mit dem Ranking Neffe, zuerst... Hier, Neffe sagt Quallen. Ja, das ist dann der vierte, wo wir eine Stimme haben nur. So, scheiße, Quallen hat er noch. Quallen hat man natürlich noch nicht. Weißt du was, ich finde das Bild hier mit der Kamera schön. Wir fangen einfach mal damit an und die anderen Sachen laufen uns nicht weg. Die können wir uns immer noch ansagen. Angucken. Also, Augen eines... Ja genau, ich habe auch, Kinder haben Vorrang. Ja, ich würde auch sagen, ich gehe auch mal davon aus, dass der Neffe ein Kind ist. Deswegen, ich würde sagen, wir gucken uns. Okay, Quallen dann. Ja. Okay, Kinder haben Vorrang. Jellyfish have mechanisms of self-repair. They're constantly getting like bitten by turtles and chunks getting taken away. 50% of the jellyfish population are wounded. Yes, kein Kind. So they've gone through 500 million years living, persisting in the ocean in simplicity, and they've come up with some remarkable ways of living. There's something called the immortal jellyfish and how they age, aging in reverse, which we're just beginning to understand, where they get old and then degenerate back into a youth again. In understanding the gene pathways and how this happens, this could look at, you know, humans. We don't have this capacity to age in reverse. It's like Benjamin Button, and it's here.
And it just takes the kind of focus and dedication to look at that jellyfish and to grow that jellyfish and to figure out how to use the best available scientific tools to get at this question. It's just about kind of looking super deeply and letting the secrets unfold. Krass, Julia, bist du auch schon mal in so einen Quallenschwarm reingetaucht? Ja. Nicht ganz so krass, wie der jetzt war, aber manchmal gibt's so ganz viele. Und ich meine, das sind da auch, was er da hat, das sind auch Ohrenquallen, die stechen nicht. Okay. Dann ist das auch nicht ein Problem. Sonst sollte man sich eher davon fernhalten. Oder ich meine, er hat ja so einen Trockenanzug an, also ihm kann da nichts passieren, das ist ja komplett eingepackt. Genau, aber ja, die Ohrenquallen sind auch die Superquallen, die man am Strand findet und dann hin und her schmeißen kann. Ja. Ja. Die sind dann schon tot. Ja. Okay. Dann ist egal, dann ist es nur Leichenschändung. Meine Kindheit unter einem ganz neuen Aspekt. Ja. Übrigens zu diesen unsterblichen Quallen, auch mir fällt jetzt ihr Name nicht mehr ein. Ich weiß, der Artname ist blablabla Dornini, aber die leben eigentlich im Mittelmeer und die sind mini und es wurden gerade Videos davon gezeigt, aber meiner Meinung nach ist das nicht die richtige Gattung, was sie da gezeigt haben. Und auf jeden Fall funktioniert das so. Das ist halt total abgefahren. Also normalerweise ist es so, Quallen sind eigentlich kleine Polypen, die am Boden wachsen. So, und dann mit der Zeit wachsen quasi das, was wir als Quallen kennen, also was da gerade so rumschwamm, das sind Medusen und die wachsen quasi an diesen Polypen und schnüren sich so ab. Ja. Turritopsis dornii. Genau. Ich schmeiß das mal kurz in den Chat. Ja. Und genau, und diese Medusen, also das ist das, was schwimmt, die schwimmen dann im Meer rum und das ist das Geschlecht, das sind die Geschlechtsstadien der Qualle. Also die können eben Eier und Spermien produzieren, die sie ablassen. Wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber geredet. Und aus diesen Eiern und Spermien wird dann wieder so ein kleiner Polyp, also erst eine Larve und dann der Polyp, der sich am Boden setzt. Und der produziert dann wieder diese Schwimmquallen. Und diese Schwimmqualle, wenn die Eier abgegeben hat und Spermien, dann stirbt die normalerweise ab. Und bei dieser unsterblichen Qualle ist es so, dass die halt danach nicht abstirbt, sondern die kann sich wieder zurück in diesen Polypen verwandeln. Und kann dann eben wieder neue Schwimmquallen produzieren, die sich dann auch wieder zurück in diesen Polypen verwandeln können. Und dafür lösen die quasi ihre gesamte Zellstruktur auf. Also ihre Zellen gehen wieder zurück in Stammzellen und können sich einfach wieder neu orientieren und zu neuen anderen Zellen entwickeln. Und genau, und damit sind sie wirklich tatsächlich unsterblich. Theoretisch, wenn natürlich die Qualle halt gefressen wird, zum Beispiel von Mondfisch, stirbt sie natürlich trotzdem. So, aber das ist halt total interessant und es gibt kein anderes Tier, das das kann. Also auch diesen Verjüngungsprozess. Deswegen ist das super spannend. Okay. Ja, Mondfische fressen die bestimmt nicht. Du hast ein Herz für Mondfische. Nein, die sind wahrscheinlich essen die wirklich nicht, weil die sind halt wirklich nur einen halben Zentimeter groß, diese Quallen. Die sind super klein. Also, ja, das ist viel zu klein. Eher für aus Versehen. Ja. Vielleicht die Babymondfische. Ach, dann nicht mit Absicht. Ja, wenn dann nicht mit Absicht. Bin ich mir ganz, ganz sicher. So, was gucken wir jetzt? Den Kamera? Ja, komm, den leuchtenden Hai. Ja. The energy from our star flies through the universe, through our atmosphere, and hits us at the ground. But now, when we go underwater, the ocean properties of water are like pure blue filter. So it's going to filter out all these other wavelengths except blue. As you go down further, it's primarily blue, blue, blue to 700 meters. And at that level, there's still faint photons of sunlight in the blue range. And we call this the twilight zone. And there, animals are still perceiving a tiny little bit of our sun's energy. Below this, it's got 24/7 darkness. It turns out that there's a ton of color vision down in the deep, so it's like they're making enough light down there to be able to be satisfying all the eyes of the deep sea creatures. So it's not this totally dark
world down there. It's still light. It's just the animals are making the light rather than the sun. We've designed all this technology to kind of satisfy our visual hardware. As I started looking at other animals, they have totally different hardware. And I've been looking at everything through these silly little primate eyes. We have to overcome our humanness to jump behind the world of a shark or another creature and see the world from their perspective. We found a biofluorescent shark, and it only sees right at the blue-green interface. So it's really just tuned to a very similar spectrum to the environment it lives in. This fluorescence was creating greater contrast for the shark. It's like this endless well of information. We're at the very tip of the iceberg. Ja, und das haben wir auch im Spiel schon gesehen, wo wir so umschalten konnten und dann die Fluoreszenz sehen konnten, ne? Also das ist echt abgefahren. Aber unter Wasser, naja, das mit dem, das Wasser sehr, sehr viele Wellenlängen rausfiltert, ist halt wirklich auch ein Problem. Also, oder was heißt, naja, Problem für die Fische jetzt nicht, aber für uns, um zu sehen zu können, ja, es kommt halt nicht an. Wasser ist, aber das ist auch sehr, sehr spannend. Man kennt ja diese Bilder von diesen Bergseen, ne, die so tief blau sind. So, wenn man so von oben oder halt auch irgendwie in der Südsee, wenn man dann so sieht, dass das Wasser so klar ist, aber blau, also man kann auch auf dem Boden sehen und es ist blau. Lustig ist, ich habe genau mit dem Problem zu kämpfen gehabt mit meiner Forschung, weil ich habe Mikroskopie gemacht und wir haben rotes Licht benutzt, weil rotes Licht viele Vorteile hat für die Farbstoffe, die man benutzen kann. Rotes Licht hat die wenigste Energie und die Farbstoffe im Roten sind häufig am stabilsten. Das ist jetzt so die einfachste Erklärung. Und wir wollten damit Hochauflösungsmikroskopie machen, also eine sehr hohe Auflösung. Da müssen die sehr oft an- und ausgehen und da geht es darum, dass die Farbstoffe fotostabil sind. Und da haben wir rotes Licht benutzt. Aber unsere Proben sind in Wasser, in wässriger Lösung, nur ganz wenig. 0,2 Milliliter ist in so einer Probe drin. Es hat aber gereicht, wegen der Eigenschaft des Wassers, dass wir 5% Effizienz verloren haben, weil das Wasser hat rotes Licht absorbiert, weil es ist eher so, dass es blaues Licht durchlässt und das rote Licht rausfiltert. Und der Trick, den wir gemacht haben, um das zu umgehen, ist, wir haben schweres Wasser benutzt. Also schweres Wasser hat mindestens ein H-Atom, was noch ein Neutron hat. Das heißt also, es ist ein etwas schwereres Wasserstoffatom mit involviert. Und bei schweres Wasser absorbiert kein sichtbares Licht. Schweres Wasser, wenn du einen Bergsee aus schwerem Wasser machen würdest oder ein Meer füllen würdest mit schwerem Wasser, dann würde Licht sehr weit reingehen. Ich weiß nicht genau, wo es anfängt zu. Es absorbiert auch ein bisschen, aber fürs sichtbare Spektrum ist schweres Wasser komplett transparent. Das heißt, das absorbiert gar kein Licht. Und das war der Trick. Was? Abgefahren, das wusste ich nicht. Ja, und schweres Wasser kann nicht absorbieren. Ja, und das war der Trick für die Mikroskopietechnik. Das heißt, wir haben unsere Proben in schwerem Wasser eingeschlossen und haben 5% mehr Licht rausgekriegt, was uns echt auch noch. Also 5% klingt nach wenig, aber das war. Also du kämpfst ja um jeden kleinen Vorteil und einfach normales Wasser durch schweres Wasser in so einem kleinen Volumen auszutauschen, war überhaupt gar kein Problem. Also, aber das hat mich so begeistert, weil ein Chemiker hat mir das mal erzählt, stell dir so einen tiefblauen Bergsee vor, wenn der voll mit schwerem Wasser wäre, könntest du bis zum Boden gucken, weil schweres Wasser kein Licht absorbiert. Und das war so krass, aber Das wäre auch weird, da würde man wahrscheinlich die ganze Zeit ins Wasser fallen, weil man es gar nicht sieht. Ja, du würdest es immer noch sehen, weil es seltsam ist. Der Brechungsindex ist ja immer noch da. Ja, stimmt. Ja, hast, okay. Ne? Ja, aber es ist trotzdem, würde wahrscheinlich sehr, sehr anders alles aussehen. Also. Sollen wir mal eine kleine Pipi-Pause machen und dann Experiment? Ja, finde ich gut. Ja. Ich schalte uns mal gerade hier in den eher Quatsch-Modus. Hätte ich hier eben schon machen können, aber wir haben uns ja noch Videos angeguckt. Ja, wir haben noch Videos geguckt. Genau, wir
haben uns ein Hörexperiment ausgedacht und jeder kann mitmachen. Das heißt, ihr müsstet euch nur jetzt in der Pause einfach einen Löffel besorgen und ein Stück Schnur, irgendwie Paketband, ja genau, Julia, ich mach dich mal groß, finde ich schön, Julia hat da mal was vorbereitet, also Stück feste Schnur, keine flexible, sondern feste Schnur oder irgendwie ja Paketband oder Geschenkpapierband oder sowas, das funktioniert alles und ein Löffel und wir machen dann nachher damit ein Experiment und ich bin auch darum bemüht, dass wir das auch mit den Mikrofonen einfangen können. Das ist gar nicht so einfach, aber ich habe es schon ausprobiert. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Okay, ja, dann... Naja, wir sind ja auch erfahren mit Experimenten, die nicht direkt klappen. Insofern... Also, ich bastle auch mit. Ich habe es auch noch nie gebastelt. Sehr gut. Ah, ja, das ist super. Okay, wie viel Zeit, Pipi-Pause? Ja, meine Uhr sagt jetzt gerade 17.04 Uhr. Wollen wir 17.13 Uhr sagen? Oder ist es zu lang? 13 ist geil. Ich hätte jetzt sowas wie 15 gedacht. Aber ja, 13 ist super. Oder 10, ja. Oder 10. Obwohl, ja, die Leute müssen sich vielleicht noch was suchen. Ja, genau. Ja, lass mal 15 machen. Ja, dann habt ihr alle ein bisschen Zeit, falls ihr mitbasteln wollt. Es lohnt sich. Ist cool. Es lohnt sich, ist ein schönes Ereignis. Vor allem übers Mikro versuche ich, dass es transportiert wird, aber es ist selbst längst nicht so gut wie das, was man selber hören kann dann. Also sucht euch Schnur und Löffel. Und dann sind wir in ein paar Minütchen wieder da und wir machen euch dann in der Zwischenzeit so lange die wundervollen Unterwasseraufnahmen von Julia an. Bis gleich. Bis gleich.